Servus und herzlich willkommen bei meinem neuen Vlog. Tja, wie ihr schon auf dem Titel lesen könnt, muss ich mich erstmal fürs Erste mit dem Synchronsprechen verabschieden. Nicht, weil ich das nicht mehr mag oder so, sondern einfach, weil ich keine Möglichkeit mehr haben werde, aufzunehmen. Ich habe jetzt keinen Rechner mehr, also keinen Rechner, auf dem ich das aufnehmen könnte und bearbeiten könnte vor allem. Sorry für die Unterbrechung, aber über 90% der Zuschauer sind keine Abonnenten. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann würde ich mir wünschen, dass ihr meine Videos liked, mich abonniert und die Glocke aktiviert. Denn nur so kann ich Reichweite generieren und nur so werde ich unterstützt. Das ist alles kostenlos, das kostet euch überhaupt nichts, also bitte führt die Schritte durch, die ich euch zeige. Deswegen mache ich dieses Video und kündige an für unbestimmte Zeit, dass ich erstmal keine Fanlabs mehr machen werde. Das heißt nicht, dass ich keine Fanlabs mehr machen werde. Mein Kanal besteht daraus und ich habe 12 Jahre das gemacht. Ich denke, ich sollte es auch immer noch machen. Nur, ja. Also es gibt mehrere Gründe, warum ich meinen Rechner verkauft habe. Der erste Grund, ich fange jetzt an mit der Schule, also jetzt sehr bald. Am 22. August beginnt mein Abitur, das ich nachhole. Und da ich generell etwas knapp per Kasse bin, dachte ich mir, ich verkaufe einfach mal einen Rechner, damit ich halt für die Schule vor allem auch vorsorgen kann. Und der zweite Grund, warum das so wichtig ist, dass ich den Rechner halt nicht mehr habe, ist, dass ich mich generell auf die Schule konzentrieren kann. Dass ich nicht die ganze Zeit damit beschäftigt bin, irgendwie Videos zu schauen, Videos machen. Videos kann ich ja immer noch mit meinem Handy zum Glück machen, also ab und zu. Das heißt, es werden Vlogs kommen, wie gewohnt, nur keine Fandubs, erstmal. Die letzten Fandubs, die ihr von mir bekommen habt, sind der Made in Abyss Fandub und der Dragon Ball Z Fandub. Genau, Gameplay-Videos wird es vor allem auch erstmal noch nicht mehr geben. Dazu bräuchte ich ja auch einen Rechner, was ich ja jetzt erstmal nicht mehr habe. Genau. Der dritte Grund, warum ich meinen iMac verkauft habe, ist, weil ich mir ein MacBook besorgen will für die Schule eigentlich größtenteils und ich denke mal auch die Mehrleistung würde für Videoschnitt und generell andere Anwendungen gut kommen, also es würde sich lohnen, sich ein Upgrade zu besorgen, auch wenn es ein MacBook ist und kein iMac. Ich bin mittlerweile auch relativ mobil geworden und dementsprechend muss ich mich auch darauf anpassen. Deswegen auch die Entscheidung, ein MacBook zu kaufen und kein iMac, kein neueres. Mein jetziges iMac, was ich hatte, das war aus dem Jahr 2017, das unterstützte nicht mehr die neueste Version des Betriebssystems, macOS Sonoma. Das habe ich zum Beispiel nicht gehabt. Ich habe macOS Ventura gehabt und genau, dementsprechend dachte ich, ich update das Ganze einfach mal. Und wenn ich auch das neueste Modell hole, werde ich auch 5 Jahre erstmal Ruhe haben, was Betriebssysteme angeht, soweit ich weiß. Und genau, sollte auf jeden Fall lecker werden. Ja,
das Video soll es gewesen sein. Es sollte auch kein allzu langes Video werden. Es sollte nur ein kleines informatives Video werden darüber, wie die Situation gerade aussieht. Ich bedanke mich dafür, dass ihr euch das Video bis zum Schluss angesehen habt. Ich wünsche mir, dass ihr mein Video liked, mich abonniert und die Glocke aktiviert, damit ihr immer wieder benachrichtigt werdet, dass wenn ein Video hochgeladen wird, dass eins hochgeladen wird. Und generell würdet ihr mich damit unterstützen. Genau. Dann würde ich sagen,